Ich glaube, ich bin Kapitel 4,5, wenn ich mich nicht irre. Gott, ist das gruselig, Mann. Schau schon 7,5 Stunden zu. Kann jemand Ehrenbruder Reezy einen Sub geben? Der Junge hat schon viereckige Augen vor Watchtime. Es gibt wohl 12. Die Viecher sind echt scary manchmal, die sterben einfach nicht. Großes Minus. Was ist an dem Ding so stark, Chat? Die Range? Oder dass man halt, ja, zwei Gliedmaßen gleichzeitig abtrennen kann, zum Beispiel die Beine, weil das Ding so breit schießt. Da macht es halt einfach mehr Damage, das Teil. Das Teil zu upgraden lohnt sich wahrscheinlich auch, nehme ich an, ne? Wie heißt das? Lass mal Werfer, oder? Ah, Strahlenkanone. Laserkanone, Strahlenkanone. Wann erst endlich Stufe 3? Aha, wenn man manchmal in die Ecke schaut. Bronze Halbleiter. Zwei Riesenwert. Ich kann nicht aufhören zu zocken. Ich wollte eigentlich schon vor der Stunde Päuschen machen, Digga, aber ich kann nicht aufhören. Sehr nice. 100 Credits wieder auf Sparflamme angelegt. Nochmal 100 Credits, oder was? Raste aus. Mach dich mit sowas nicht unsympathisch, Fabio, wenn du sowas vorschlägst. Regel Nummer 1, egal wie lange der Twitch-Chat, egal wie lange der Streamer live ist, der Twitch-Chat will immer noch, dass er länger live bleibt. Doch hoffentlich sind nicht alle rausgekrabbelt. Wahrhaft göttlich. Selbst sie verhindern keine Konvergenz, die durch die gesamte Bevölkerung der Erde ausgelöst wird. Wenn sie die Dinge auf die Erde bringen, ist alles vorbei. Und für die Ungläubigen.
Die Menschheit wird vollkommen sein, Mr. Clark. Mit oder ohne sie. Aber sie haben sich wohl schon entschieden. Wissenschaftler mit Komplex. Was? Geil, so viel Inventarslots zu haben. Wir haben sogar noch ein großes Medikit übrig. Sick. Okay, sie wird versiegelt, aber seit Hammond zum Besatzungsdeck ging, erreiche ich ihn nicht mehr. Isaac, die Luftqualität nimmt ab. Wir müssen die Hydrostation mit flüssigem Stickstoff reparieren. Okay. Versuch's weiter bei Hammond. Mercer ist noch nicht fertig. Kapitel 6 sind wir schon. Es ist, nennen wir es eine Gewehrprobe. Und Mercers persönlichem Jäger. Vorsicht. Wer weiß, welche verrückte Wissenschaft in diesem Ding steckt. Besser als Callisto, ja. Herausfinden. Und auch, was Mercer vorhat. Deutlich besser. Wenn ich schnell bin, hier muss ein DNA-Scanner in der Nähe sein. Isaac, die Monorail auf der Hydrostation ist abgeriegelt. Du musst einen anderen Weg finden. Nimm die Monorail zurück zum Hangar und geh dann zur Werkstatt. Erinnerst du dich? Dort hast du den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Es gibt da eine Zugangstür zur Hydrostation. Noten! Kaufempfehlung. Absolute Kaufempfehlung. Nicht nur eine Empfehlung, Digga, sondern Pflicht. Das Game muss man gespielt haben. Wahnsinn. Das macht so fucking Laune, Digga. Ich freue mich jetzt schon wieder morgen im Stream weiterzuzocken. Ich weiß nicht, ob wir Forspoken noch weiterspielen. Will nichts versprechen. Para, danke für den Resub. Nicht direkt weinen, wenn man deinen Resub nicht vorliest. Sonst schicke ich dich 2 Wochen in Urlaub, Digga. Da hast du den Sub für die Katz rausgehauen. Kapi. Dann kann ich immer alle Subs vorlesen. Ich spiele Performance-Modus, also 2K 60 FPS. Ich werde das Game versuchen, auf Platin zu stocken. Ich habe jetzt schon Schweißausbrüche, wenn ich da an die schwerste Schwierigkeit denke. Das Ding ist over.
mit. Du subst ja, um den Streamer zu supporten. Und dann so direkt 5 Sekunden, nachdem er gesubbt hat, zu sagen, oh, Digga, lest mich nicht mal vor und so. Kommt so ein bisschen... Bisschen cringe, Digga. Worum geht's in dem Game? Also, wir hatten eine richtige Suffnacht und dann sind wir in dem Aufzug aufgewacht. Und unser Charakter ist süchtig nach Wichsen. Und jetzt kommt er an sein Dödel nicht mehr ran im Aufzug. Und jetzt ist die Mission, dass wir den Anzug wieder loskriegen. Aber wir sind da irgendwie drinnen fest. Also wir kommen nicht raus, Digga. Und der Mann will einfach nur wieder mal den Aal in die Hand nehmen. Es ist unerträglich für ihn. Und wir versuchen ihm dabei zu helfen, dass er ordentlich die Schlange mal wieder schwingen kann. Sehr gute Story, by the way. Das ist echt gar nicht mal eine schlechte Story, Mann. Was hab ich mich erschrocken? Ich bin zu alt für den Scheiß. Alter, war das ein Knall. Da bist du deppert. Direkt Karma fürs Scheiße labern, ey. What's poppin? Erstmal shoppen. Strahlenmunition. Ionenkondensator. So, oh mein Gott, das Ding ist ein Zehner wert. Ja, bist du des Wahnsinns! Rubin-Halbleiter, das schmeckt. Rage Rage auf die Eins, Chill in der Karibik, Final Fantasy Vibes. Junge, so viel Kohle auf der Tasche, Mimasche. Gut ist, dadurch, dass ich die Laserkanone nicht benutze, kann ich jetzt immer die Muni dafür zu Geld machen. Das große Medikit kann man auch für 5 Steine verkaufen. Boah, was wir uns nicht alles leisten können. Munition für die Strahlenkanone. Ich kaufe mir 2 Energieknoten. Mit der restlichen Kohle gucken wir mal, dass wir uns vielleicht zeitnah das Ding ziehen. Aber wir brauchen ja sowieso erstmal einige Knoten, um wahrscheinlich zu dem Pfad zu kommen, den wir freischalten würden. Deshalb brauchen wir den jetzt noch nicht mehr. Müssen wir erstmal in die Upgrades reingucken, ob sich das lohnt. Ah, ich nehme einen Stapel Plasma-Cutter-Muni mit. Da ist das Spiel echt sehr geizig mit der Plasma-Cutter-Muni. Was? So teuer ist das? 6 Schuss kosten 1200? Da kriege ich einen Gegner mit tot. Scheiß drauf. Teuer. Psycho, danke noch für den frischen Prime-Sub. Willkommen. Die Toilette, oder? Hier waren wir schon mal. Ja. Hm.
Boah, zwei Schuss. Und direkt nochmal Strahlenkanone ab. Muni, sehr geil. Macht Bock, die Waffe. Ihr habt nicht geflunkert, Chatterino. Waren wir doch ganz am Anfang. So recht weit Alex, am Anfang. Wenn du in der Nähe der Hydrostation bist, überprüfe deine Helmfilter. Diese Luft darfst du nicht einatmen. Ja, ich hab's gerochen. Das ganze Deck verrottet. Ich habe riesige Masse im Lebensmittellager geortet. Die kann man unmöglich angebaut haben. Könnte die Quelle des Giftgases sein. Dieser Patient auf der Krankenstation. Er sagte etwas über ein Enzym. Vielleicht ist noch ein Arbeitsplatz in Betrieb. Kommt es mir heute nur so vor, da gibt es heute erstaunlich wenig Toilettengänge. Ja, ich hab mir halt vorgenommen, nicht mehr so viel Wasser zu saufen im Stream, dass ich nicht immer alle 5 Minuten auf Toilette laufen muss. Das nervt nämlich. Hat mich auch wirklich selber sehr genervt. Und ja, es funktioniert. Es funktioniert, Digga, wer hätt's gedacht. Ich dachte eine Zeit lang wirklich, meine Blase ist im Arsch. Aber Captain Mathias hält sich strikt an sein Flugverbot. Das ist lächerlich. Ich reiche Beschwerde ein. EG-7 benötigt dringend Hilfe. Was könnte etwas frisches Obst schon anrichten? Ah, ich verstehe. Station ist erreichbar. Danke für Ihre Geduld. Wenn man weiter voranschreitet, kann man immer die Bahn holen. Ah, das ist auch ein sehr geiles Map-Design, muss ich sagen. Einfach Pisseimer fertig. Oder ich hoffe, das ist ein Spaß. Dann habe ich mein Badezimmer halt, ja, 5 Schritte entfernt. Oh, Medipack klein, geil. Nehme ich immer gerne. Kann ich die Mülleimer öffnen? Nee. Ja, haben wir vorhin auch schon drüber geredet, Armin, dass halt ein Remake für 80 Eugen tut ganz schön weh im Geldbeutel. Aber ich behaupte, voller Stolz, Dead Space 1 Remake ist die 80 Euro mehr als wert. Gibt aber andere Remakes. Beispielsweise, ne, Last of Us 1 Remake ist es auch wert, ja. Aber das Game gibt's als Original, Remastered und Remake. Und dass sie da einen nochmal 80 Taler abknöpfen. 60 würde ich immer okay finden. Aber ja, so ist das, Bruder. Wir werden nicht gefragt. Habe ich noch nicht einmal benutzt, glaube ich. Solo-Album. Gibt das einen Trophy? Oh! Credits. Jetzt schallern die langsam hier richtig die dicken Moneten raus. Das wird dauern, Armin. Wann kostet ein sehr, sehr, sehr beliebtes Game wie Dead Space 30 Euro? Musst du doch mindestens 20 Jahre wahrscheinlich. Mindestens 2 Jahre warten, oder? Aufnahme. Warnung. Vorrat an flüssigem Stickstoff ist erschöpft. Ein Jahr? Nee, länger.
würde ich behaupten. Warnung, Vorrat an flüssigem Stickstoff ist erschöpft. Flüssiger Stickstoff aufgefüllt. Enzymsynthese wird eingeleitet. Enzymsynthese abgeschlossen. Vorsicht, nicht einnehmen. Hat es geklappt? Ja, ich habe das Enzym. Es wurde so verändert, dass es etwas Großes verarbeiten kann. Sie wollten wohl töten, was da im Lebensmittellager ist. Hoffen wir, dass es funktioniert. Wann wird Part 2 hochgeladen? Morgen. Ich denke, jetzt kommt die Tage einmal Daily Witcher und zweimal Daily Dead Space 1 Remake. Gerne auch die Qualität auf YouTube dann wieder bewerten. Auf YouTube sieht ja die Qualität nochmal besser aus wie bei euch jetzt hier im Stream. Obwohl das Game ist ja nicht so mega bewegungsintensiv, deshalb sollte es auch im Stream ganz gut aussehen. Drückt mal die Daumen, dass dieser neue Videocodec blablabla kommt auf Twitch. Die neuen Grafikkarten können das schon. Irgend so ein neues Videoformat. Wenn das auf Twitch möglich wäre zu benutzen, könnte man die Qualität verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen. Mit derselben Bandbreite. Das wäre der absolute Nein. Gehen Sie zurück. Das Lebensmittellager ist versperrt. AVI 1, genau. Sie sind Elizabeth Cross, oder? Der nächste Step. Dieser Leviathan, verseucht er die Luft? Die Luft, mein Team, er hat alles zerstört. Ich habe ein spezielles Enzym entwickelt, um ihn zu töten. Ich brauchte nur flüssigen Stickstoff, um die Synthese zu vollenden. Aber von der Krankenstation... Keine Ahnung, Cyrex, mein Bester. Hier ist etwas von dem Enzym. Du weißt ja, die Mühlen mahlen langsam bei Twitch. Hören Sie. Ich glaube, OBS kann es schon. Aber Twitch unterstützt es halt nicht. Das Lebensmittellager ist versperrt, aber es gibt einen anderen Weg. Einen riskanten. Riskanter als zu ersticken? Mein Team. Es wurde verändert. Sie sind mit dem Leviathan verbunden und atmen seine Gifte aus. Aber diese Verbindung ist beidseitig. Kapitel 5 okay. Oder 6 bin ich. Wenn ich Ihr Team erreiche und das injiziere... Das Enzym wird direkt ins Herz des Leviathans transportiert. Finden Sie die... Keucher. Beenden Sie Ihr Leid. Und wenn der Leviathan geschwächt ist, schießen wir den Mistkerl ins All. Habe ich schon benutzt, Solo-Album. Scheinst nicht die ganze Zeit zugeschaut zu haben. Flammenteppich ist sehr geil vom Flammenwerfer. Ultra nützlich. Ja, Mr. Freedom, ne? Ich denke jetzt bei der PlayStation 5 Pro, wenn die kommt, wird dann wenigstens mal auf der Konsole endlich 4K 60 Standard sein. Dass es jedes Game hat. Und nicht immer hier den 2K 60 Modus. I hope. Dann werde ich wahrscheinlich auch auf YouTube nochmal upgraden. Das Equipment dafür habe ich schon. Dann gehe ich hoch auf 4K-Quali. Ripper Upgrade. 1800 Credits. Also die geben ja einen echt gerade richtig dicken Moneten. Damit kann man sich immer schön Knoten kaufen oder so. Ausrufezeichen Monitor, dann siehst du meine Monitore.
Oh mein Gott, die Bank hier, ganz wichtig und richtig. Ein zusätzlicher Energieknoten wurde geborgen. Lol. Wie geil! Puff Peng, hast du dich gesehen? Ripper Kling erhalten einen zusätzlichen Querschläger. 7 Knoten auf Tasche, meine Damen und Herren. Ist uns das ein Lebensupgrade wert? Ich würde fast sagen, ja. Upgraden wir weiter den Plasma Cutter. Ey, ich hab doch gar nicht Kreis gedrückt. Hallo. Ich will wieder rein in die Olga. Die Laserkanone. Kapazität, Damage. 1, 2, 3, 4, 5. Oho. Wir könnten hier. Mehr Feuerschaden. Sekundärfeuerschaden. Sekundärfeuer? Dieser normale Schuss, ist das der Primärfeuerschaden oder Sekundärfeuerschaden? Oh, ich war bei dem falschen Ding drin. Gott sei Dank habe ich den Twitch-Chat. Ich hätte die Laserkanone geupgradet. Schnell raus da. Deshalb habe ich mich gerade voll gewundert. Okay, hier 1, 2, 3, 4, 5. Wir könnten hier zweimal Damage upgraden. Zweimal Kapazität. Einmal Nachladegeschwindigkeit. Ja, immer nice to have, aber braucht man nicht. Und beim Anzug nochmal das Leben. Das klingt gut, oder Chat? Das machen wir. Ladegeschwindigkeit, Kapazität. Oh, Projektilgeschwindigkeit, auch interessant. Geiler Scheiß. Und wenn wir 2 Knoten haben, können wir uns nochmal mehr Damage holen. Geil, geil, geil. Also das Spielchat macht wirklich so fucking Laune. Das Upgraden und so. Bockt einfach gründlich zu spielen. Also ich finde Tony Black ist Game ist auf 85 Euro wert, ja. Von mir gibt es auch eine absolute Kaufempfehlung schon an der Stelle. Kann ich absolut sagen mit den 4 Stunden, die ich jetzt drin habe. Credits. Red Dragon hatte der Chat vorhin auch gemeint, dass man immer einen Knoten auf Vorrat halten soll, aber das ist nicht mehr so, das haben sie entfernt. Das gibt's nicht mehr. Ist ja übelst in der Sucht drin, kann man so sagen. Apex, Schmapex. Oh, Kisten. Beste Leben. 400 Credits. 400 Credits. 100 Credits. Oh. Bam. Die Waffe macht Laune, ey. Ah!
ist das kleine Drecksviech? Da ist es. Schwanz. Na, wer lacht jetzt? Ah, perfekt. Oh mein Gott! Hä, wie viele denn noch? Mann, die meint's ja gerade ernst, ey. Wie manchmal die Muni aus den Gegnern so rausflippt. Mittleres Medipack, auch gut. Hey Apex, korrekt mal, dass wir noch einen Sub da lassen. Danke dir, mein Bester. Willkommen, viel Spaß mit Demos. Noch eine Waffe! Das war die letzte. Bei der Trophäe. Chinese Booster für kurze Entfernungen. Halten Primärfeuer Gravitationsfeld. Das wird ausprobiert. Also hier gibt es ja wirklich so geile, viele geile abgespacede Waffen. Geiles Game, geiles Game, geiles Game. Aufmachen, Polizei. Was habt ihr davon? Wo ist mein Loot? Warum droppt der nichts? Schwanz. Wurde betrogen, Chat. Okay, was ist das jetzt für eine Waffe? Was macht die? Geiler Scheiß. Man kann sie nicht erschießen, ich habe es probiert. Gehen Sie ran und versuchen Sie, das Enzym zu injizieren.
Was ich in dem Spiel auch loben möchte, Chat, man hat extrem schnell die Waffe gewechselt und ist wieder schussbereit. Das hat mich in Callisto-Protokoll zur Weißglut getrieben. Dieses dämliche Waffengeswappe und dann baut er die Waffe da irgendwie zusammen und wieder auseinander. Ich habe wirklich den Verstand verloren. Das hat mich richtig aufgeregt. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingswaffe. Okay, damit kann man Gegnerkontrolle ausüben. Wenn einen zu viele Gegner gleichzeitig challengen. Dr. Nicole Brennan. Dr. Brennan, sie hilft doch Menschen, die Unitology verlassen wollen. Ja, meine Mutter zum Beispiel. So trafen wir uns. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Unitologen hier mochten es nicht, wenn jemand sie in Frage stellte. Und seit dem Tod des Captains sind sie durchgedreht. Sicherheitsanfrage abgerufen. Sicherheitsdienst, hier spricht Dr. Cross aus der Hydrostation. Irgendwas hat die Hülle beim Lebensmittellager getroffen. Vielleicht ein Asteroid. Es gibt Verletzte durch die Dekompression. Wir brauchen Sanitäter und Ordnungskräfte. Sofort. Oh mein Gott. Was in aller Welt ist das? Alle raus aus dem Lebensmittellager. Es lebt. Wie kann es leben? Ich dachte, ich kriege hier vielleicht Security Stufe 7, Chat. Wir müssen übrigens unbedingt hier unsere Frisbee-Scheibe auch einmal upgraden. Das Ding macht echt viel zu wenig Damage an Elite-Gegner. Habt ihr ja gerade gesehen, wie viele Hits das Viech gerade ausgehalten hat. Das ist auch nicht gut. So, haben wir jetzt hier alles gelootet? Das war ja wirklich ein größeres Gebiet. Waren wir schon auf Ebene 2? Oh, Rubin-Halbleiter! Geiler Scheiß. Das Game gönnt gerade richtig. Geiler Scheiß. Warum wurde der dritte Teil remastered? Oder ist es Dead Space 1 Remake, nicht Dead Space 3 Remake? Ne? Wieder mit der Clownsnase heute aufgewacht. Schade, Digga. Vielleicht im nächsten Leben. Oha, 1800 Credits, weil ich ein gutes Auge habe. Steine verkaufen. Wunderschön. Laserkanone, Strahlen, Munition. Energiekanone-Upgrade.
Die Laserkanone ist die, die ich aktuell gar nicht benutze, richtig? Pack die ins Lager. Ja, könnte man machen, aber... Verkaufen. Da habe ich 30 Riesen voll. Kaufe ich mir nochmal 3 Knoten. Und als nächstes ziehen wir uns wahrscheinlich das Strahlenkanonen-Upgrade. Chat, das Game macht so süchtig. Warum hilft mir niemand? Ich kann nicht aufhören zu zocken mit den Mocken. Ich klebe hier dran fest. Ach du Scheiße, macht das Spaß? Einen Knoten! Ja. Ich habe nicht mal gesehen, weil ich gelootet habe. 1500 Credits. Ich glaube, ich bin reich. Schwerelosigkeit aktiviert. Macht so unnormal Bock, ey. Boah, nee, Alter. Nicht die Viecher, Mann. Wo ist denn das andere? Da. Junge, das Gameplay ist einfach so geil in dem Game. Wahnsinn, Mann. Ich hab einen stehen vom hier bis zum Scheiß Uranus! Oh, Bruder, ich bin verwirrt. Wo ist oben und unten? Das ist nicht gut für das Brain. Ach du Scheiße. Mir wird sofort schlecht. Wäre das jetzt im Real Life, ich hätte so gereiert. Alles voll Spitzen, Mann. Warum?
Schwerelosigkeit aktiviert. Chat. Bin ich einfach eine fucking Gaming-Legende oder warum komme ich hier auf schwer so gut durch? Die Dead Space-Geeks müssen mir sagen, ich habe noch nie Dead Space gespielt. Vielleicht war es gut, dass ich Callisto-Protokoll gespielt habe, dass ich so wenigstens ein bisschen warm war mit dem Server. Ja, du hast absolut recht. Callisto-Protokoll war unglaublich clunky. Völlig deiner Meinung. Es war unnötig clunky. Allein das mit den Waffen wechseln, was ich ja vorhin bemängelt habe, das hat so gestresst. Ja, Chris, danke für die Props. Nimm dein Prime gerne das nächste Mal entgegen, wenn du möchtest. Musst du aber nicht, kannst auch gerne eine kleinere Streamer supporten. Das Original war schon eher leicht, sagst du? Da habe ich aber anderes gehört.